Wir sind in den 10 Worten und das dürft ihr gerne aufschlagen in 2. Mose Kapitel 20 und da sind wir jetzt in Vers 13. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Haustiere habt. Ich bin ja schon seit langem Haustierbesitzer. Es hat eigentlich so eine lange, lange History bei mir. Keine Ahnung, angefangen bei Kaninchen, über Katzen, die wir eigentlich gar nicht wollten, aber die einfach so in unserem Keller geboren wurden und die wir dann großgezogen haben, über den Köter, den wir jetzt haben, den Hund, den Corona-Hund, den allseits Bekannten. Ja, ich bin einer von diesen Knechten, die sich einen Hund angeschafft haben in Corona. Das ist aber nur Zufall. Auf jeden Fall, ich habe immer gerne Haustiere gehabt und ja, mit dem Hund bin ich jetzt auch wirklich viel unterwegs. Ja, ich muss zugeben, ich merke doch jetzt, dass ich irgendwie, ja, bevor der Hund da war, eigentlich relativ wenig draußen unterwegs war. Nur auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und ja, wenn es hochkam, irgendwie mal vielleicht am Wochenende irgendwo spazieren gehen, aber oder halt im Garten, aber sonst eigentlich gar nicht so viel unterwegs. Jetzt bin ich viel unterwegs und das noch Schönere an der ganzen Sache ist, also der Hund kam im Winter, es hat geschneit, es war unglaublich kalt, das waren halt diese Tage mit dem wahnsinnig, ja, starken Schneefall und ja, da mussten wir uns natürlich andauernd mit dem Hund rausquälen, irgendwie in den Schnee, in die Kälte, damit er pinkeln kann und sein großes Geschäft und es war wirklich echt anstrengend und schlimm. Aber mittlerweile so langsam kommen wir in den Frühling und ja, es wird schöner, die Spaziergänge werden schöner, es macht einfach mehr Spaß, draußen zu sein. Und das liegt jetzt nicht nur an der Wärme, sondern auch einfach an den Pflanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das ja, so wahrnehmt, aber wenn man so langsam mit seinem Hund durch den Wald spaziert, ja, so ganz entschleunigt sozusagen, dann ja, nimmt man auch nochmal ganz anders seine Umgebung wahr. Ich habe das echt festgestellt. Also Umgebung wahrnehmen ist wirklich eine Geschwindigkeitssache. Also eine Zeit lang bin ich immer nur Auto gefahren und da habe ich eigentlich gar nichts mehr von meiner Umgebung wahrgenommen. Nur noch so kurz, schemenhaft irgendwie so, ne? Ist ja klar, weil du fährst mindestens 50 in der Stadt und alles rauscht so an dir vorbei. Und du kannst so ganz kurze Blicke werfen irgendwie. Ja, wie gesagt, dann bin ich viel Fahrrad gefahren in letzter Zeit und beim Fahrradfahren ist es schon besser. Du siehst, ne, es ist etwas langsamer, das heißt, dein Gehirn hat etwas mehr Zeit, die Dinge aufzunehmen, die du da siehst und zu verarbeiten. Aber jetzt gehe ich viel, das ist ja noch langsamer und ich nehme unglaublich viel wahr von meiner Umgebung. Also es ist herrlich, es ist wunderschön. Und ich nehme vor allem jetzt natürlich wahr, dass die Pflanzen ausschlagen, also dass die Bäume einfach austreiben und die Knospen, die grünen Blätterknospen an den Bäumen und das ist einfach herrlich. Und teilweise gehen sie schon auf, ne? Manche Bäume und manche Büsche sind ja früher dran und es ist einfach dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch so liebt, aber dieses frische Frühlingsgrün, das ist der Hammer, finde ich. Wenn die Pflanzen so wirklich das erste Mal ihre erste Rutsche Blätter raushauen und dann ist das dieses saftige, knallige, unnachahmbare Grün, was da dann rauskommt. Und für mich ist das immer so, das ist so Leben pur irgendwie. Dieses Grün und diese Blätter, das ist, ja, das ist für mich so das ultimative Symbol für neues Leben. Und das Schöne ist, das passiert einmal im Jahr. Also jedes Jahr immer wieder, wenn man die Augen öffnet und ja, man Augen dafür hat, dann kann man wirklich, ja, mega krass geflasht werden vom Leben. Wie das Leben wieder zurückkommt in alle Pflanzen, in alle Bäume. Und ja, und das passiert immer und immer wieder. Und wir glauben daran, dass unser Gott, ja, der Gott ist, der dieses Leben erschaffen hat, möglich gemacht hat und der
ja, der ein Gott des Lebens sozusagen ist, ein Schöpfergott, der das Leben sozusagen ins Leben gerufen hat, wenn ihr so wollt. Und da unser Gott, ja, der Gott des Lebens ist und selber auch ein lebendiger Gott ist und aus ihm alles Leben fließt, ist es logisch, dass er, ja, dass der Tod so eine Art Gegenspieler eigentlich ist. Dass der Tod etwas ist, was eigentlich, ja, nicht so sehr, was heißt nicht so sehr, was eben, ja, konträr ist zu Gottes Plan. Gottes Plan ist das Leben. Und natürlich in der Welt, in der wir leben, ist es natürlich, jetzt wird mir jeder Wissenschaftler hier sagen, ja, aber es muss ja, ne, es muss ja sozusagen Tod geben, damit dann wieder alles, ja, sich wieder neu zu leben aufbauen kann, muss ja auch immer was sterben, damit genug, Gott, das ist so kompliziert, aber ihr wisst vielleicht so ungefähr, was ich meine. Ne? Die Bäume vergehen, verfaulen, dadurch kommen wieder Nährstoffe in den Boden, dadurch wachsen wieder neue Bäume und so weiter. Ich sag mal ganz grob, Kreislauf des Lebens. Ne? Ja, klar, das ist so, wie wir das wahrnehmen. Aber in der Heiligen Schrift und in der Bibel ist es schon so, dass Gott, ja, dass der Tod eigentlich als Feind bezeichnet wird und auch immer wieder dargestellt wird als Feind. Und vor allem als unser Feind der Menschen, das ist der Tod. Und so wundert uns jetzt auch natürlich hier nicht und aus vielerlei Gründen wundert es uns nicht. Es ist vielleicht ja, ein ganz triviales Gebot, was wir hier lesen in Vers 13 und allseits bekannt, du sollst nicht töten. Ne, das ist irgendwie so klar wie Kloßbrühe, ja, also du sollst nicht töten, das war, glaube ich, auch schon klar vor dem Sinai-Bund, ja, das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Das war eigentlich, denke ich, den meisten Menschen klar, dass jemanden unrechtmäßig zu töten nicht in Ordnung ist. Ne, es gab sich ja immer auch Ausnahmesituationen, aber jemanden zu töten ist etwas Heftiges, ist etwas, ja, etwas Schlimmes. Jemanden das Leben zu nehmen. Ich will ein bisschen hier mit euch diesen Vers anschauen. Da steht eigentlich nicht unbedingt, also man kann es übersetzen, du sollst nicht töten und so ist es ja auch gängig, sage ich mal, so wird es auch übersetzt. Aber dieses Wort, was hier steht, das heißt Razach, oder Razach, ich weiß nicht, wie stark dieses Ch am Ende ausgesprochen wird, aber das heißt eigentlich Morden. Also es hat einen brutalen Klang und es wird immer dort benutzt, dieses Wort in der Bibel, wo es um unrechtmäßigen Totschlag sozusagen geht. Wie gesagt, man kann es besser und manche Übersetzungen machen das auch mit Morden übersetzen oder mit Erschlagen. In meiner Bibel stand hinten folgender Kommentar dazu. Also dieses Wort Razach, das Wort bezeichnet das unrechtmäßige Töten eines einzelnen Menschen, meist eines Volksgenossen, jetzt im biblischen Zusammenhang. Das vorsätzliche Morden oder den unbeabsichtigten Totschlag. Also wenn man jemanden aus Versehen ja, totschlägt oder tötet. Ne? Ich glaube, in der Bibel ist dann so ein Beispiel genannt, zwei Männer gehen Holz fällen und der eine holt aus mit der Axt und das Eisen knallt dem anderen voll in die Fresse und er fällt tot um so. Ne? Kann ja passieren. Arbeitsunfall. Unbeabsichtigter Totschlag. Und dafür gab es dann auch nochmal besondere Regelungen, wenn sowas passiert, wie sich dann zu verhalten war oder ja, welche Gesetzeslage dann so da war. Diese Totschläger, also die aus Versehen jemanden getötet haben, konnten dann Zuflucht suchen in diesen sogenannten Fluchtstädten. Da gab es mehrere Städte in Israel, die durften sozusagen, das war sozusagen Klipp. Ja, dort durfte man hinflüchten vor den vermeintlichen Rächern, vor denen, die dann ja, ihren Verwandten oder so rächen wollten.
Und in diesen Fluchtstätten war man dann sicher und war geschützt. Und dort durften diese Rächer dann nicht, ja, sozusagen die Rache vollstrecken. Ja? Also unbeabsichtigter Totschlag ist auch mit Razach übersetzt. Wie gesagt, das Wort hat einen sehr brutalen Klang. Und von Gott wird es nie ausgesagt in der Bibel. Also wir haben in der Bibel, wir haben Geschichten in der Bibel oder Geschehnisse, wo Gott Leben nimmt. Ja? Wo ganz klar ist, dass Gott irgendwie eine Plage schickt oder eine Krankheit oder keine Ahnung, einer fällt einfach tot um oder so. Und es ist ganz klar, das war jetzt Gott, der dieses Leben von dieser Person genommen hat. Aber da wird dann eben nicht dieses Wort Morden genommen, Razach. Sondern, ja, das ist jetzt deutsches Recht, aber genau, das fällt darunter, natürlich eben. Also so hinterhältig, mäßig, ne, geplant, genau. Und im Hebräischen stehen hier eigentlich auch nur zwei Worte. Also da steht nicht, du sollst nicht töten, sondern da steht Lo Razach. Also das heißt einfach nur, nicht morden. Zwei Wörter, nicht morden. Was meint dieses Lo Razach nicht? Und das verwirrt manche Gläubige oder junge Gläubige bis heute. Und ich versuche das mal zu erklären, was es nicht meint, nur ganz kurz, um da einmal kurz darauf einzugehen. Also Lo Razach meint eben nicht das Töten von Tieren für die eigene Nahrung oder für Opfer. Das wäre auch super unlogisch, weil kurz nach den 10 Worten, ja, im dritten Buch Mose, ne, da werden diverse Opfer eingesetzt, die die Israeliten bringen sollen oder können in verschiedenen Situationen. Sich unter anderem das Schuldopfer oder so oder das Sühnopfer. Wenn Gott hiermit meinen würde, dass, oder wenn sich das auch auf Tiere beziehen würde, wie könnte Gott dann im dritten Buch Mose sozusagen Opfer anordnen oder vorschlagen, dass sie gebracht werden sollen in bestimmten Situationen? Das würde überhaupt nicht zusammenpassen und wie gesagt, für das Töten von Tieren wird dann auch nicht Razach verwendet, sondern Schlachten halt meistens, das ist noch ein extra Wort. Es ist auch nicht oder wird auch nicht benutzt für das Töten im Krieg. Also Lo Razach meint eben auch nicht, wenn Israel jetzt zum Beispiel bei der Landnahme, ne, Israel ist kurz davor, ist kurz vor der Landnahme, wenn ihr so wollt. Ne? Gut, es werden noch Jahre vergehen in der Wüste, aber dann, wissen wir, wird Israel Kanaan einnehmen. Und das nicht mit Wattebäuschen, die sie auf die Kanaaniter schmeißen, sondern die haben gekämpft, getötet. Auch das wiederum würde völlig Gottes Wort widersprechen, oder Gottes Wort würde sich selbst widersprechen, wenn Gott hier verbieten würde, einerseits zu töten, auf der anderen Seite dann den Israeliten sagen würde, nehmt dieses Land ein, ja, das ist euer Land, ich schenke euch das. Und dass ihr das Land einnehmt, ist mein Gericht für diese Völker, die dort wohnen. So. Und es war ein sehr schlimmes Gericht. Also man kann davon halten, was man will, aber das würde sich widersprechen und das ist damit eben auch nicht gemeint. Wie das mit heutigen Kriegen ist, ist eine andere Sache. Die Landnahme damals von Israel war, hat Gott gesagt, nehmt dieses Land für euch ein. Wir führen heutzutage so viele Kriege, ich glaube, da hat Gott gar nichts gesagt, dass wir die führen sollen, sondern schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und weint einfach nur über unsere Grausamkeit. Dann haben wir das Töten bei der Vollziehung der Todesstrafe. Auch das kann nicht gemeint sein, denn die Todesstrafe ist etwas, was Gott auch ganz klar anordnet. In ganz bestimmten Fällen sollten die Israeliten die Todesstrafe anwenden. Also, und auch dort wird dann eben nicht Razach verwendet.
Und auch Paulus schreibt ja letztendlich davon, Paulus schreibt, ich glaube im Römerbrief, dass der Staat das Schwert hat, und um eben auch damit zu bestrafen. Also Paulus spricht über die staatliche Ordnung und dass der Staat ja zu Recht ein Schwert mit sich führt. Um ja, was macht man mit Schwertern? Man schmiert sich damit kein Käsebrot. Ne? Also ist doch logisch, was damit gemeint ist. Und Paulus sagt, ja, das ist eben so. Ne? Ein Staat muss die Bösen bestrafen für das Böse und die Guten soll er belohnen. So, dann ist das ein guter Staat. So, sehr einfach jetzt beschrieben von mir, aber so ungefähr, ne, diese Ordnung unterstützt Paulus auch. So, nur das nur so ganz kurz angerissen, was eben Lo Ratzach nicht meint. Ja. Und wie gesagt, bei 3, 4 Sachen denkt ihr vielleicht so, boah, da möchte ich aber nochmal drüber reden, oder boah, Todesstrafe und so, krass. Ich will euch aber nur, wie gesagt, ganz klar sagen, dass, was das Wort Gottes hier mit meint oder eben auch nicht meint. Wie ihr das findet oder wie leicht oder schwer das für uns sozusagen zu ertragen ist, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Genau. Der prominenteste Fall und auch das erste, was wir überhaupt über dieses schreckliche Ratzach lesen, der erste Totschlag, der erste Mord, ist ja ganz klar Kain und Abel, sozusagen die Urgeschichte des Brudermordes. Und gerade dieser Mord unter Brüdern ist eigentlich genau Ratzach. Ne? Wenn hier steht, das unrechtmäßige Töten eines Volksgenossen. Also das ist mein Bruder, das ist mein Landsmann, ja, das ist mein Mit-Israelit. Stellt euch vor, die Israeliten waren ja von Gott ausgewählt. Sie waren das auserwählte Volk. Sie waren nicht irgendwer, in Gottes Augen. Und sie sollten ein Volk von Königen und Priestern sein. Sie sollten ganz besondere Menschen sein, mit einem ganz besonderen Auftrag und einem ganz besonderen Dienst. Und deswegen ist auch dieses Ratzach. Ja, wenn du sozusagen deinen Mitbruder aus deinem Volk, deinen Mit-Israeliten tötest, das ist natürlich ganz besonders Ratzach, ganz besonders schlimm. Aber da bleibt das nicht stehen, ne? Es bezieht sich jetzt nicht nur auf Israeliten. Aber diese Kain- und Abel-Geschichte, das ist genau dieser Brudermord. Dieser Mord in der Familie. Also es ist ja auch besonders schlimm, finde ich. Also Mord ist immer schlimm. Aber wenn sich Familienmitglieder ermorden, oder? Also wenn der Sohn den Vater ermordet oder der Vater den Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer noch mal besonders erschreckend. Und ich glaube, in diesem Sinne ist auch das mit den Israeliten gemeint. Ne? Wenn sich Bürgerkrieg, oder? Bürgerkrieg ist etwas besonders Schlimmes irgendwie in unserem Empfinden, weil da kämpfen dann ja Bürger aus dem Land gegen andere Bürger aus demselben Land. Was weiß ich, wenn das in Deutschland wäre, Deutsche würden gegen Deutsche kämpfen. Das ist nochmal 1000-mal unlogischer, als wenn Deutsche gegen Franzosen kämpfen oder so. Das ist auch total schrecklich und schlimm. Aber wenn ein Land in sich nicht mehr eins ist, ne, wenn eine Familie so zerstritten ist und sich so hasst, dass der eine den anderen totschlägt, das ist besonders schrecklich, finde ich, und besonders, ja, furchtbar irgendwie und tragisch. Ich werde diese Geschichte jetzt nicht extra nochmal lesen, aber ihr könnt trotzdem nochmal in 1. Mose reinschlagen, wenn ihr möchtet. Nach dem Mord von Kain und Abel geht es leider genauso weiter, mit Mord und Totschlag nämlich. Also das Ganze verschlimmert sich eigentlich eher, als dass es besser wird. Ja, vielleicht lese ich doch mal in Kain und Abel rein, in 1. Mose 4,
Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Ja, bist du, Mann. Ja, du sollst auf deinen Bruder aufpassen. Und er sprach, und jetzt Gott, ne? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir, vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und von deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen, also ermorden. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlug, der ihn finden würde. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Also es war so eine kurze Zeitspanne und schon passiert der erste Mord sozusagen. Es ist schon krass, welche Macht hier der Zorn hat. Und Gott sagt ganz klar, das ist Sünde. Dein Zorn auf deinen Bruder, dein Neid, das ist Sünde. Diese Sünde lagert vor deiner Tür wie so ein Raubtier und will dich packen und will dich verschlingen. Aber du solltest über sie herrschen. Du solltest das unter deinen Füßen haben, Kain. Und dann passiert der erste Brudermord. Und dann, wie gesagt, geht es so weiter. Kain hat dann auch Angst, dass dann wiederum auch er erschlagen wird. Aber Gott sagt, nein, ich werde dich, du bist zwar, und das ist Gottes Gnade im Gericht, ne? Ist krass, oder? Gott bestraft Kain einerseits und andererseits wird er ihm auch, oder sagt er ihm auch einen gewissen Schutz zu. Nämlich, dass nicht jeder ihn einfach töten wird. Und dann kriegt Kain Kinder und so weiter. Und einer dieser Kinder ist dann Lamech, wenn ihr das mal aufschlagt in, wo ist er denn? Ja, Vers 23 dann von Kapitel 4. Und Lamech ist dann so ein ganz besonderer Spezi. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, also er hatte zwei Frauen geheiratet, Ada und Zilla, hört meine Stimme! Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich, also ich glaube, das hier auch Razach, bin mir aber nicht 100% sicher, auf jeden Fall ist es nicht so positiv gemeint. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Ich glaube, andere übersetzen auch mit Beule, weiß ich nicht, wie es in der Schlachter ist, aber wenn Kain siebenfach gerecht wird, so soll Lamech 77-fach gerecht werden. Also Lamech ist noch schlimmer als Kain, sein Vorfahre. Ja? Lamech hat irgendwie zwei Leute schon mindestens auf dem Gewissen. Einer hat ihm eine Wunde zugefügt, den hat er
ermordet und ein anderer hat ihm einfach nur eine Beule oder so eine Strieme gegeben, den hat er auch gleich dafür noch umgebracht. Und Lamech ist, tut da auch nicht Buße drüber und ist betrübt darüber, oh Gott, wie, oh nein, was, wie konnte das passieren? Im Gegenteil, er gibt damit an und boastet damit und sagt, ja, also ich werde noch viel krasser sein als Kain, 77 Mal werde ich mich rächen sozusagen. Also der, wir haben hier so eine Steigerung, ja, von Kain zu Lamech, eine Steigerung sozusagen im Totschlag, wenn ihr wollt, ja. Und dann fand ich es spannend, in 1. Mose 6 dann zu lesen, 1. Mose 6, Vers 13, davor passieren noch so ein paar spannende Sachen, aber dann sagt Gott zu Noah, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Warum denn? Warum will Gott denn den Menschen ein Ende machen? Oder, ja, das ist damit ja gemeint. Und den Tieren. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gofernholz und so weiter. Also warum will Gott die Erde, ja, warum will Gott das Leben auslöschen, was er eigentlich erschaffen hat? Weil die ganze Erde voller Mord und Totschlag ist. Das hat sich mit Lamech auch nicht erledigt, sondern es ging so weiter. Die Menschen waren rachsüchtig, sie haben sich gerecht, sie haben sich totgeschlagen. Ich glaube, das ist hier mit Gewalttat gemeint. Mit Gewalttat ist nicht so ein bisschen nett, so Prügeleien oder so gemeint, vor der Kneipe irgendwie so, Meinungsverschiedenheit, komm, wir gehen raus und klären das draußen, so, okay, ja, du hast gewonnen, lass ein Bier trinken. Nee, damit ist richtig krasse Gewalt gemeint. Und damit war die Erde erfüllt. Und das tat Gott so weh zu sehen, wie sich die Menschen, die er erschaffen hat, um zu leben. Na, und das ist ja der Witz an der Sache, ist ja, Gott hat die Menschen erschaffen, um zu leben und sich sogar noch zu vermehren. Also die Menschen sollten ja, sich über die ganze Erde ausbreiten. Das Leben sollte sich, das menschliche Leben sollte sich über die ganze Erde verteilen. Aber was machen die Menschen? Sie machen das Gegenteil, sie nehmen einander das Leben. Und das ist genau gegen Gottes Sinn, gegen Gottes Ansinnen und gegen Gottes Herz. Und Gott hasst diese Gewalttat, wenn wir Menschen uns Gewalt antun. Das kann Gott schwer ertragen. Und es ist so stark, man kann das gar nicht, also man kann es gar nicht, man sollte hier nicht zu tief stapeln. Gott sagt, es reut mich. Hört mal, der allmächtige Gott bereut etwas. Das ist an sich schon jetzt für unsere Logiker hier unter uns, die würden sagen, das geht ja gar nicht. Weil Gott kann ja nichts bereuen, weil er macht ja immer alles richtig. Diese Bibelstelle sagt was anderes. Also, und das heißt, es ist so schlimm. Gott findet das so schlimm. Er findet es nicht nur ein bisschen schlimm. Er findet es nicht nur nervig. Er findet es nicht nur kontraproduktiv. Nein, er findet es so schlimm, dass er bereut, dass er die Menschen überhaupt gemacht hat. So schlimm ist das für ihn, was die Menschen sich gegenseitig antun. Und vielleicht auch noch anderen Kreaturen. Das wissen wir gar nicht. Vielleicht auch den Tieren. Und dann, wenn ihr da bleibt in 1. Mose und dann kommt die Sintflut. Gott bereitet eben nicht allem Fleisch ein Ende, sondern Gott macht einen Neuanfang, er macht einen neuen Versuch, er gibt der Menschheit noch eine Chance. Ja? Und dieser neue Adam sozusagen, dieser neue Mensch mit Frau und Kindern, das ist Noah. Der soll es jetzt besser machen mit seiner Familie. Auf dass es diesmal anders wird. Und dann sagt Gott auch, dann gibt Gott auch, schließt Gott mit Noah einen Bund. Und das lesen wir in Kapitel 9. Da
Da lesen wir diesen Bund, den Gott schließt. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Er wiederholt nochmal den Auftrag, den er Adam und Eva damals gegeben hatte. Also es ist wirklich hier der komplette Neuanfang, ohne Witz. Es ist, es ist wie so ein zweites Eden. Es ist wie ein zweites Paar sozusagen, was nochmal neu anfangen soll. Und deswegen auch hier derselbe Satz, den Gott auch zu Adam und Eva sagt am Anfang von Genesis. Vermehrt euch und füllt die Erde. Aber jetzt sagt er andere Dinge, als er zu Adam und Eva sagt. Die Situation ist schon eine andere. Jetzt spricht er hier auch gleich von Furcht und sowas, von Mord. Und das ist schon, man merkt schon, wir sind in einer anderen Zeit. Wir sind nicht mehr im Garten Eden. Wir sind hier schon in einer ganz anderen Zeit. Leider. Und dann steht in Vers 2, und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Das ist spannend, weil Adam und Eva hat er nur das Kraut gegeben. Also Adam und Eva waren Krauts. Die haben, zumindest hat Gott ihnen nur gesagt, hier, ihr könnt das ganze Grünzeug essen, ihr könnt hier von jedem Baum essen, ihr könnt die Früchte der Pflanzen essen. Da war aber noch gar nicht die Rede davon, dass sie Tiere essen sollten oder Fleisch essen sollten. Da war wirklich erstmal nur Grünzeug. Und hier jetzt interessant, hier, ich gebe euch das, Fleisch ist mein Gemüse sozusagen, so mäßig. Ich gebe euch das Fleisch, ihr dürft das jetzt essen, so wie ich euch eben auch damals als Menschen das ganze Grünzeug gegeben habe. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Und mit einer Einschränkung, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Also Seele kann man hier auch mit Leben übersetzen. Also Fleisch mit noch Leben drin. Und das ist eben sozusagen Blut als der Lebenssaft. Ja? Das sollt ihr nicht essen. Und jetzt jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern. Von jedem Tiere werde ich es einfordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, Kain und Abel klingt hier vielleicht an, von der Hand seines Bruders werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch den Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Hier in diesem Noah-Bund wird eigentlich das erste Mal das Morden verboten. Gott sagt ganz klar, das darf nicht sein, aber ich werde das jetzt auch nicht mehr ungestraft lassen. Das klingt hier so ein bisschen an. Ich werde das einfordern und das Blut eines jeden Menschen, der das Blut seines Bruders vergießt, soll auch vergossen werden. Und die Begründung dafür, dass der Mensch nicht morden soll, ist spannend. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier wechselt sozusagen der Erzähler, der Autor, wechselt hier den, ich weiß nicht, wie man das so fachlich nennt, aber vorher spricht Gott immer im Ich, in der Ich-Form. Und jetzt ist hier auf einmal bei der Begründung, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Da steht nicht, habe ich den Menschen gemacht. Es kann zum Beispiel sein, dass hier der Autor von Genesis das als Kommentar einfügt. Ne? Also lieber Leser, nur als Begründung, damit du weißt, warum Gott das hier verbietet. Weil der Mensch nach dem Ebenbild Gottes gemacht ist. Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist der Grund, warum der Mensch sich nicht gegenseitig das Leben nehmen soll.
nicht morden. Gott möchte das Leben, das habe ich schon gesagt. Er hat es erschaffen und er hält uns auch am Leben. Das steht in 5. Mose 6, Gott, der uns am Leben erhält. Gottes Geist, der Heilige Geist, wird auch Wasser des Lebens genannt oder wird damit beschrieben, mit dem Wasser des Lebens. Und ich sagte schon, der Tod ist ein Feind Gottes, das steht in 1. Korinther 15, Vers 26. Und wir wissen auch, und das ist wichtig, dass das Leben über den Tod triumphieren wird in der Auferstehung. Das steht auch in 1. Korinther 15. Gott möchte, dass wir leben, dass wir Leben geben und dass wir Leben erhalten und nicht Leben nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Gott eben der Gott des Lebens ist und weil Gott ein Gott ist, dessen Herz dafür schlägt, Leben zu erschaffen, Leben zu ermöglichen, Leben zu geben, weil unser Gott so tickt und so drauf ist, sollen auch wir genauso. Wir sollen es ihm sozusagen, wir sollen dieselbe Gesinnung haben wie er. Unsere Gesinnung sollte ebenso sein, Leben zu geben und Leben zu erhalten und Leben zu ermöglichen. Unser Herz und unser Sinn sollte immer pro Leben sein, dass Leben möglich wird, dass Leben entsteht. Das sollte immer unser Herz sein, weil dann haben wir das Herz Gottes. Dann sind wir ganz nah an Gottes Herz. Ganz praktisch ist das natürlich zum Beispiel im Sinne der Fortpflanzung zu verstehen. Seid fruchtbar und mehret euch. Wenn wir es hinkriegen, Kinder zu zeugen, und ich kann euch ein Lied davon singen, dass das nicht so leicht ist, dann 13 Jahre, musste ich üben, wenn das funktioniert und klappt, was ist das für ein Wunder? Dann ist das ganz praktisch, dann habe ich Leben gezeugt. Dann habe ich mich vermehrt sozusagen. Dann habe ich dafür gesorgt, dass das menschliche Leben weiter wächst sozusagen, wenn ihr so wollt. Dann gibt es aber eben auch die Hilfe zum Leben. Das ist für mich so der barmherzige Samariter. Diese Situation, wo er einen Verletzten sieht und seine Wunden verbindet. Und diesen Mann zu einer Herberge bringt und dafür sorgt, dass dieser Mann genesen kann. Ich nenne das einfach mal Hilfe zum Leben. Auch das sollten wir als Christen wirklich auf dem Herzen haben. Hilfe zum Leben. Weil ich glaube, dass unser Gott das auf dem Herzen hat. Wir sollten Menschen sein, die anderen Menschen helfen zu leben. Und deswegen ziehe ich auch meinen Hut vor jedem Arzt und jedem Krankenpfleger und Pfleger, dass sie genau das tun, jeden Tag. Das ist ein guter Dienst. Das ist eine gute Sache. Und natürlich, auch geistlich gesehen, sollten wir anderen Menschen den Weg zum ewigen Leben zeigen. Wir sollten den Menschen den Weg zur Quelle des Lebens zeigen. Unser Gott ist doch die Quelle des Lebens. In Offenbarung 21,6 ist das so schön formuliert. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Unser Gott möchte gerne Leben schenken. Er möchte gerne dieses Wasser umsonst verteilen. Ja, es gibt da keine Hürde. Gott möchte helfen. Gott möchte, dass Menschen leben. Gott möchte nicht, dass Menschen sterben. Und deswegen sollte das auch als Christen unser Herz sein. Hey, ich kenne da eine Quelle. Ich kenne die Quelle des Lebens. Es gibt da eine Quelle, aus der ich meine Kraft schöpfe. Es gibt da eine Quelle, aus der ich mein Leben beziehe sozusagen, meine Lebenskraft. Und das ist Jesus. Und lass uns mutig sein und andere, wenn du davon überzeugt bist und glaubst, dass Jesus die Quelle des Lebens ist, dann müssen wir doch den anderen auch sozusagen Bescheid sagen, vor allem den Menschen, die wir lieben. Und ihnen den Weg dahin zeigen, weil
Wir wollen doch, dass auch sie aus dieser Quelle trinken können. Das sind so für mich einfach diese Sachen, die für uns ganz praktisch ganz wichtig sind. Leben geben und Leben erhalten und eben nicht Leben nehmen. Wir sollen nicht Leben nehmen, wir sollen Leben geben. Wir sollen nicht morden, im Gegenteil. Wir sollen Leben schenken, anstatt es wegzunehmen von anderen. Und das Leben achten. Und das Leben zu achten ist, es ist nicht so leicht, glaube ich. Also es ist komplizierter manchmal, als wir denken. Ich komme manchmal so in Gewissensbisse, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich so darüber nachdenke, wo wurde diese Jacke genäht zum Beispiel? Wer hat diese schöne lila Jacke genäht? Na? Und unter welchen Bedingungen? Und geht es den Leuten da gut? Werden die gut bezahlt? Können die davon leben? Oder werden die da eigentlich geknechtet, völlig überstrapaziert und keine Ahnung, ein bisschen in die Verzweiflung. Und deswegen sage ich, das Leben zu achten und Leben zu erhalten, ist gar nicht so leicht, weil wir gerade in einer Welt leben, die sehr groß ist und wo sozusagen die Arbeiten so verteilt sind. Ne? Also früher hattest du sozusagen als römischer Bürger, mal angenommen, du hast in Rom gelebt, warst einer der ersten Christen, hattest dich vielleicht gerade bekehrt. Dann hattest du, wenn du ein bisschen Geld hattest, hattest du Sklaven. So. Und dann war deine Verantwortung, dass es denen gut geht, weil du jetzt Christ bist. Und du hast eine Verantwortung jetzt für diese Menschen, dass sie gut versorgt sind, dass sie genug haben, dass sie gesund sind. Und letztendlich, sicherlich haben auch viele die Freiheit letztendlich geschenkt. Aber da hattest du die Leute vor Augen, die für dich gearbeitet haben. Die Leute haben für dich deine Kleidung gewebt. Die Leute haben für dich mit Wolle gearbeitet. Und deine eigene Frau auch. Aber ne, die haben das für dich gemacht und du konntest sehen, wie es ihnen geht. Und du konntest dann auch etwas daran ändern, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn sie kurz davor waren, auszubrennen, kaputt zu gehen. Ne, dann konntest du etwas daran ändern. So, wo kommt diese Jacke her? Ja, das ist halt das Krasse. Das hat nicht irgendjemand für mich gemacht, der mein Nachbar ist, wo ich jeden Tag vor Augen habe, wie es dem geht. Nein, die Leute sind so weit weg, ich sehe gar nicht, wie es denen geht. Ich kriege das auch gar nicht sozusagen mit, wenn es denen dreckig geht und schlecht geht und wenn ihr Leben nicht geachtet wird. Und ich als Reicher, kaufe mir diese Sachen und das macht es so kompliziert, finde ich, heute für uns als Christen, diese Gebote wirklich ganz ehrlich zu leben. Das ist nicht so leicht. Sprüche 14 zum Beispiel, das ist so ein Spruch für dich, der auch so in die Richtung geht. Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Also wenn du den Geringen unterdrückst, und man kann auch übersetzen, wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Und dem Geringen Gewalt anzutun, das kann auch Mord sein. Und das wissen wir aus der Geschichte, dass es oft passiert. Dass den Geringen, die sich nicht wehren können, dem wird schnell Gewalt angetan. Das geht ganz schnell. Aber wenn wir dem Geringen Gewalt antun, dann lästern wir Gott damit. Dann beleidigen wir damit Gott. Gott ist beleidigt, wenn wir dem Schwachen Gewalt antun. Und das kann auch sein Mobbing. Es kann auch sein, im Internet solche netten Hasskommentare zu schreiben. Über irgendwelche komischen Leute, die YouTube-Videos machen oder so. Also für manche Leute ist das heutzutage ein Hobby,
sozusagen Hasskommentare zu schreiben. Ist wirklich so. Und dann auch besonders bei so komplett komischen Kauzen sozusagen, die dann im Internet unterwegs sind. Und dann sagen die Leute, ja, wieso? Die drehen doch Videos und das müssen die doch wissen. Das gehört dazu. So, das muss man dann auch abkönnen. Wenn man sich selbst hochlädt auf YouTube, dann muss man auch das abkönnen, dass man dann auch gehatet wird. Aber wer dem Geringen Gewalt antut, lästert Gott. Ich glaube, wir wissen oder uns ist gar nicht klar, was wir da machen, wenn wir Schwache unterdrücken und lästern. Oder Psalm 72, Vers 13, geht auch noch in die Richtung und fand ich auch sehr eindrücklich. Das ist eine Warnung von Gott, ne? Das ist eine Warnung. Gott nimmt das persönlich. Wenn wir die Schwachen unterdrücken, dann nimmt Gott das persönlich. Das ist für ihn nicht weit weg. Das geht wirklich direkt persönlich an ihn ran. Psalm 72, Vers 13. Er wird sich erbarmen des Geringen. Machen wir mal ab Vers 12. Psalm 72, Vers 12. Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird erretten. Aus der Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. In Gottes Augen ist das Blut der Armen kostbar, was wir so schnell vergießen oder vergossen haben im Laufe der Geschichte. Die Armen und Schwachen, die sich nicht wehren können, die wurden schnell ermordet von den Reichen und von den Königen. Da hat man nicht lange überlegt. Da gab es ja auch eigentlich nichts zu befürchten. Die kann man ja auch schnell mal aus dem Weg schaffen. Und das nimmt Gott sehr persönlich. Und das sollten wir nicht tun. In keiner Form sollten wir das tun. Und wir sollten das verurteilen als Christen. Ganz klar. Das ist etwas, was nicht klar geht. Kommen wir noch kurz zu Jesus. Und zur Bergpredigt. Ihr habt bestimmt auch schon daran gedacht, denn Jesus geht natürlich auch oder geht in der Bergpredigt auch an berühmter Stelle darauf ein, auf dieses Gebot, du sollst nicht töten, Lo Razach. Matthäus 5, Vers 21. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Ich lese das jetzt mal aus der NGÜ, okay, um euch zu verwirren. Du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Autsch. Also, Finger weg von der Tastatur. Wenn du zornig und wütend bist, tust nicht. Denn zu schnell nennt man seinen Bruder einen Idioten. Auch auf WhatsApp gerne. Also erstmal abkühlen, erstmal beruhigen, bevor ihr wütende Nachrichten da reinhämmert und eure Geschwister beleidigt oder wen auch immer, eure Kollegen. Denn auch das ist eine ernste Sache. Und in Markus 7, Vers 20, spricht Jesus auch noch kurz über Mord. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, also Razach, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wisst ihr, wenn dein Herz voller Zorn und voller Wut ist, dann kann da eigentlich nur böse Frucht entstehen. Na?
An den Früchten wird man erkennen, wie der Baum innerlich beschaffen ist, ob der Baum gesund ist oder nicht. Und wenn in uns immer nur Wut schwelt und Zorn und Hass, ja, dann können da auch keine guten Dinge draus entstehen, im Gegenteil. Dann kann es sogar sein, dass Mord entsteht. Und Mord fängt im Herzen an, das sagt Jesus ganz klar in der Bergpredigt. Mord fängt da an, wo ich meinen Bruder, ja, anfange innerlich zu beschimpfen, zu verfluchen. Im Zorn, das ist der Anfang sozusagen. Das ist die Wurzel des Übels. Und da müssen wir als Christen ganz klar und ganz hart mit uns sein und sagen, wehret den Anfängen. Das ist zwar so ein blöder deutscher Spruch, aber es ist wirklich wahr. Wehret den Anfängen. Wenn wir merken, dass das in uns brodelt, dass das in uns kocht, ja, dann müssen wir anfangen zu löschen, ja, dann können wir nicht, keine Ahnung, es ist ja auch keine Feuerwehr, die irgendwie, heute hat mir der Bruder Shahid erzählt, den kennen vielleicht manche hier aus der Gemeinde, der Shahid hat was gekocht, ich hoffe, ich darf das jetzt überhaupt erzählen, aber ich glaube, das ist okay, der hat gekocht, der hat sich irgendwie Fleisch in der Pfanne gemacht und dann hat er sich nochmal aufs Sofa gelegt irgendwie oder gesetzt und hat irgendwie noch irgendeine Sendung geguckt oder so, bis das Fleisch halt fertig ist und ist dann dabei eingeschlafen. So. Dann ist er auf dem Sofa eingeschlafen und das Fleisch hat lustig vor sich hingebraten in der Pfanne und meinte dann so, irgendwann bin ich aufgewacht vom Feuermelder, der die ganze Zeit so wiep, 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 wiep gepiept hat. Aber dann meinte er, dann habe ich auch noch Sirenen gehört. Und dann hat jemand an meine Tür geklopft, ganz laut. Und dann hat er den ganzen Rauch gesehen und ist in die Küche gerannt und hat erstmal Wasser darauf geschüttet. Und dann hat er die Tür aufgemacht und dann war da ein Krankenwagen, also Rettungssanitäter war da und meinte, geht's Ihnen gut, ist alles in Ordnung, sofort raus. Und vor seinem Haus acht Feuerwehrautos, 8 Stück meint er. Und die Polizei war da und alle waren sie da. Das war sein Wecker, das hat ihn aufgeweckt. So will man auch nicht geweckt werden aus dem Schlaf. Aber Gott sei Dank, oder? Gott sei Dank. Ey, ich meine, so verbrennen Leute ja auch, ne? Die schlafen und dann kommt der Rauch und dann wachen sie nicht mehr auf. Aber Gott sei Dank, ja, Scheid ist aufgewacht und das Feuer war nicht groß, aber es hat eine Menge Rauch produziert. Und die Feuerwehr meinte er, ja, war aber noch, er meinte, die war noch 3 Stunden da, um zu gucken, ob nicht irgendwo noch ein Glutherd ist oder so. Ne? Er war sichtlich erstaunt über die Genauigkeit, die da irgendwie, sodass man dann noch so lange wartet und so. Und dann haben die ihn auch eine Stunde irgendwie durchgecheckt da im Krankenwagen und so weiter, ob wirklich alles in Ordnung ist bei ihm. Aber was ich sagen will, ist, die Feuerwehr fackelt auch nicht lange, ne? Wenn Feuer ist, dann, nein, die fackeln also nicht, nee, ja, fackeln nicht lange, die löschen schnell. Die kommen mit ihren Autos und da brennt vielleicht wirklich nur die Pfanne, ne? Aber dann lassen die der Pfanne, sagen nicht so, ja, okay, ich lösche die Pfanne morgen, okay, wenn es wirklich ernst ist. Nein, die löschen die Pfanne sofort, wenn das Feuer noch klein ist, ne? Und wie dumm sind wir, wenn wir dieses Feuer des Zorns sagen, ja, ach, ich lasse mal ein bisschen brennen. Ich lasse mal ein bisschen brennen, vielleicht lösche ich es nächste Woche. Dann, ja, dann habe ich auch, jetzt möchte ich mich eher noch meinem Zorn so ein bisschen hingeben und so weiter. Nein, wir müssen sofort, wenn wir wütend sind, wenn wir zornig sind, ne, an einer Stelle in der Bibel steht auch, lasst nicht die Sonne untergehen über eurem Zorn. Geht nicht zornig schlafen, sondern bevor ihr schlafen geht, ich muss jetzt auch an die Kanzlerverhandlungen denken, ne, mit Söder und Laschet, wie komme ich darauf? Aber das hat sich ja auch so hingezogen. Ne? Ist Söder jetzt Kanzlerkandidat oder Laschet? Nein, das muss man halt klären, das muss man schnell klären. Ja? Sonst entsteht ja nur Chaos und Schaden. Und man muss auch schnell gegen seinen Zorn angehen und den Zorn in Gottes Hände legen. Und sich nicht selbst in die Hände des Zorns legen und dann darin bleiben. Über Tage, über Wochen das schwelen lassen, weißt du, ohne es zu löschen. Nein, wir müssen das unbedingt schnell löschen als Christen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das ist gefährliches Feuer. Zorn ist gefährlich. Wirklich, ja, tödlich.
Psalm 37, Vers 8, lass ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, es führt nur zu bösem Handeln. Oder Sprüche 7, Vers 9, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Dummköpfe sind zornig und machen dann dumme Sachen. Dumme Sachen, die sie lange bereuen, lange, lange danach bereuen und nicht wieder gut machen können. Im Zorn. Geschwister, wir dürfen uns dem Zorn einfach nicht hingeben. Wir dürfen uns vom Zorn nicht beherrschen lassen. Und ich könnte jetzt noch so eine Anekdote aus Davids Leben vorlesen und das werde ich mir sparen, aber ihr kennt doch die Geschichte, wo David wo er sauer ist auf Nabal, weil Nabal feiert ein Fest und David und seine Leute haben immer auf Nabals Schafe aufgepasst und Nabal sagt, nein, ihr kriegt aber nichts ab. David hat gefragt, hey, dürfen wir mitfeiern, können wir ein bisschen was abhaben von den Leckereien oder so? Nein, vergesst es, auf keinen Fall. Ihr seid alles Räuber, ihr seid alles Gesetzlose. Und David, als er das hört, wird er so sauer. Er sagt zu seinen 200 Leuten oder 300 Leuten, los, nehmt eure Schwerter, wir gehen da jetzt hin und wir machen alles kurz und klein und wir töten jeden. So macht er sich auf den Weg. Völlig zornig, völlig verletzt, aufgebracht, in seinem Stolz verletzt, läuft er mit seinen Männern zu diesem Bauernhof, der da irgendwo ist und will da alle niedermetzeln. Und auf dem Weg dahin kommt Abigail, die Frau von Nabal, und schafft es, David dazu zu bringen, von seinem Plan abzulassen und so, tut mir leid, mein Mann ist ein völliger Idiot, sagt sie mehr oder weniger, er ist ein super krasser Dummkopf, du weißt doch, was Nabal bedeutet. Ich glaube, das heißt sogar irgendwie Idiot oder Dummkopf. Mein Mann, er ist wirklich so dumm, es tut mir leid, aber hier, ich habe leckeres Essen dabei und so weiter. Und sie schafft es wirklich irgendwie, David zu besänftigen und zu beruhigen. Und dann sagt David zum Schluss, und das finde ich krass, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, und das ist es, wir müssen schnell dem Zorn entgegenkommen. Schnell. Wirklich schnell was unternehmen, wenn wir wütend werden und nicht lange warten. Abigail war klug. Sie hat schnell gehandelt. Und jetzt wollen wir gleich im Abendmahl den Sohn Davids feiern. Wisst ihr, David war ein Mann, der hat auch gemordet. Leider. David hat dieses Gebot gebrochen. Und er hatte Blut an den Händen. Und das war einer der Gründe, warum er nicht den Tempel bauen durfte. Weil er sich nicht an dieses Lo Ratzach gehalten hat. Und ihr seht, wie zornig er manchmal war an dieser Situation, wie stolz er manchmal war. Aber wir folgen dem Sohn Davids, wir folgen Jesus. Und Jesus hat nie jemanden fast ermordet. Jesus war nie so zornig wie David, dass er zu seinen Jüngern gesagt hätte, los, packt jetzt alle eure Schwerter und jetzt geht's los. Jetzt hauen wir ja alles kurz und klein. Nie, niemals. Jesus stand im Gegenteil permanent in der Gefahr, ermordet zu werden. Er stand nicht permanent in der Gefahr, jemanden zu ermorden. Und ich glaube, David als König stand schon wirklich in der Gefahr, schnell Todesurteile zu sprechen, zu schnell. Aber Jesus stand ständig in der Gefahr, ermordet zu werden. Als Kleinkind wollte Herodes ihn ermorden. Zu Beginn seines Dienstes wollte die Synagoge von Nazareth ihn von einer Klippe stürzen. Beim Laubhüttenfest in Jerusalem wollten sie Jesus steinigen. Und lange wurde dann überlegt, wie man Jesus töten könnte. Und schließlich hat es dann auch geklappt und er wurde zu Unrecht ermordet. Zu Unrecht zum Tode verurteilt. Und dort am Kreuz hat er dann für seine Mörder gebetet.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Jesus ließ sich Gott, der Vater, von seinen eigenen Kindern ermorden. Der Weingärtner ließ sich von seinen eigenen Knechten ermorden. Freiwillig. Für uns. Für sie. Also, lo ratzach. Und lass uns Jesus darin nachfolgen. In seiner Hingabe an die Schwachen. Jesus hatte so ein Herz für die Schwachen. Und er hätte nie diesen Schwachen Gewalt angetan. Niemals. Im Gegenteil, er hat ihn Leben gebracht. Lass uns Jesus darin nachfolgen, unseren Zorn immer wieder in Gottes Hand werfen. Und ich kenne das, wenn man wütend, ich kann auch echt sauer werden. Und das Beste ist beten, 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 beten. Nicht aufhören, löschen, löschen, löschen. Das ist wie die Feuerwehr, wirklich. Und wenn ihr merkt, es brennt immer noch, weiter löschen. Und wenn ihr am nächsten Tag merkt, es brennt immer noch, ich bin immer noch sauer, wieder beten. Löschen, löschen, dann muss noch ein bisschen Wasser rauf. Und Gott wird euch Gnade schenken und ihr werdet diese Wut und diesen Zorn löschen können. Mit seiner Liebe und seiner Gnade. Und lasst uns auch geduldig sein, wie Jesus, Zorn zu ertragen von anderen. Gut, ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und Herr, wo es uns so... ja, klar ermahnt, nicht zu morden, das Leben nicht zu nehmen, sondern im Gegenteil, Leben zu schenken. Herr, ich bitte dich, dass du uns Mittel oder ja, dass du uns Wege zeigst, wie wir das tun können, wie wir ja, Leben geben können, wie wir Leben erhalten können und wie wir das Leben achten können. Herr, wie wir ja, dein Herz haben können, Herr, bitte gib uns dein Herz. Und dass wir gerne helfen, dass wir gerne Menschen in ihrem Leben unterstützen, zum Leben verhelfen, auch in die Freiheit verhelfen, damit sie richtig leben können in Freiheit und nicht gebunden sind an Drogen, an Alkohol, an alles Mögliche, Herr. Du bist doch der Gott, der befreit. Und auch am Kreuz hast du uns befreit, Herr, hast uns losgekauft, ja, hast das Lösegeld bezahlt, Herr. Du hast dich ermorden lassen für uns, von uns. Ja, Herr, was für ein großes Opfer. Und wir danken dir für dieses Liebesopfer und diese Liebesgabe und dieses Versöhnungsgeschenk, was du gemacht hast am Kreuz. Danke, dass du dich mit deinen Mördern versöhnen wolltest wieder. Dass du ihnen die Chance gegeben hast, Kinder Gottes zu werden und auch uns die Chance gibst, ja, deine Kinder zu sein, Herr. Ja, danke dafür. Heiliger Geist, bitte erfülle uns mit diesem Geist des Lebens. Dass wir immer schauen, wie wir Leben schenken und geben können. Amen.